Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu meinem Video zu der Freizeitaktivität Lasertag. Ich bin hier in der Lasertag Arena in Sindelfingen. Die Lasertag Arena in Sindelfingen hat ein besonderes Spielsystem. Das Spielsystem möchte ich euch gerne zeigen, weil das habe ich so selber noch nie gespielt. Das Spielfeld hat 400 Quadratmeter und man kann hier mit bis zu 16 Personen gleichzeitig spielen. Hier spielt ihr Team gegen Team. Für jeden Tag, den ihr gemacht habt, bekommt ihr 5 Punkte. Aber werdet ihr selbst getroffen, werden euch direkt 3 Punkte abgezogen. Zusätzlich verliert ihr auch noch eines eurer 5 Lebenspunkte. Solltet ihr alle 5 Leben oder eure begrenzten 200 Schuss aufgebraucht haben, so müsst ihr zurück zur Base und euch dort wieder aufladen. Spiel startet! Ich wurde getroffen. Was ist da los? Ich muss die Leber auffüllen. Wie steht's? Voll schlecht. Wie? Ich habe erst 17 Punkte. Richtig schlecht. 69 Punkte nur gemacht. Und die beste 291. So schlecht war ich. Da merkt man echt, das ist ein anderes System, das bin ich gar nicht gewohnt. Heftig. Aber geil, hat Spaß gemacht. Mein Fazit hier zur Lasertag Arena ist folgendermaßen. Ich finde es richtig cool hier, weil wir haben hier ein Spielsystem, was dynamisch ist. Man kann auch mal komplett deaktiviert werden, man muss zurück zur Base. Man hat auch eine gewisse Anzahl an Schuss. Das heißt, da ist man auch gezwungen zu gucken, nicht alles wie wild unendlich lang durchzufeuern. Und das macht hier besonders Spaß, finde ich, weil es ist mal wirklich mal was anderes, was ich sonst so noch nie gespielt habe. Ja, für weitere Freizeitaktivitäten und Abenteuer, checkt doch mal gerne meinen Kanal ab oder meine Webseite und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.